Mayonnaise selber machen ist keine Hexerei. Also bevor du startest, ist es wichtig, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben, dass der Mayonnaise schlussendlich nicht grinnen kann. Das heisst, dass es halt eine schöne emulgierte Masse gibt. Dann nicht kaltpresstes Öl nehmen, weil das kann dazu führen, dass die Mayonnaise leicht einen bitteren Geschmack bekommen kann. Und das andere ist ein frisches Ei. Also, als erstes kommt das Ei in die Schüssel rein. Respektive das Eigelb brauchen wir natürlich nur bei der Mayo. Dann einen Teelöffel Senf. Ich habe jetzt hier einen milden genommen. Dann einen Teelöffel frisch gepressten Zitronensaft. Ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Pfeffer. Und dann wird das Ganze verrührt. So, jetzt kommt der wichtigste Teil der Mayo, nämlich das Öl. Ich habe jetzt hier Sonnenblumenöl, man kann auch ein Rapsöl nehmen. Und das tut man jetzt nach dies nach am Anfang tropfweise dazu und man muss immer rühren. Also man darf nie aufhören rühren und am Anfang so ein bisschen tröpfchenweise Öl beigeben. Und irgendwann kann man dann so langsam in Strahl überfliessen. So, wenn der Deziöl langsam dazugegeben worden ist und man die Mayonnaise schön gerührt hat und dass sie so eine schöne cremige Konsistenz wie jetzt hier hat, dann hat man es perfekt gemacht. Dann ist man fertig und dann kann man die kühl stellen und die Mayonnaise ist bis zu einem Tag haltbar. Und falls das ein bisschen zu anstrengend ist, mit dem Schwingbesen von Hand zu rühren, geht es noch einfacher in unserem Küchenblitz. Und zwar hat der extra einen Trichter, der das Öl dosiert. Das heisst, es wird automatisch tropfweise zu der Eigelbmasse beigefügt. Und ja, somit hat man das Ganze noch ein bisschen einfacher zubereitet. Wenn du deiner Mayo noch einen anderen Twist möchtest verleihen, kannst du das ganz einfach machen mit ein frisch geschnittenen Kräutern, die du ganz fein schneiden und drunter mischen tust. Wenn du gerne etwas pikant möchtest, kannst du auch so Chili-Flöckchen nehmen und drunter mischen oder eine scharfe Chili-Soße. Oder wenn du mal etwas edler magst, kannst du auch mal einen Safran nehmen und den unter die feine cremige Mayo mischen.